Hola, Bambinas! Hier ist wieder Ich bin so wütend! Präsident. Ich kann nicht glauben, was. Präsident. Und natürlich greift wieder ein Grüppchen da hinten den Bauernhof an. Alter, leckt mich doch am Arsch. Ich wollte doch heute die Finanzen checken und kaum komme ich aus der Pause. Da greifen diese hohlen Deppen schon wieder alles an, was in Niederlage fest ist und werden von Panzern überrollt, sage ich. Also da oben die Küste ist ja relativ sicher, dafür ist die Freiheit relativ niedrig. Vielleicht greifen die deswegen an, ich weiß es nicht. Ob es daran liegt, weil sie die Regierung stürzen wollen, greifen die hier das Ding an oder was? Eine Kaffeeplantage, na Glückwunsch. Ananasplantage, Zuckerrohr, Maisplantage, was waren das da oben eigentlich, Tabak? Ich hoffe nicht, das war eine Tabakplantage. Bananen, Baumwolle, 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 Baumwolle. Da kommt Hilfe, aber ich glaube, die kommt zu spät. Es sei denn, die fokussieren sich jetzt um auf die Panzer. Ja, sie fokussieren sich um. Ja, hahaha. Und da kommt schon Verstärkung. Abgewehrt. Der Angriff ist abgewehrt. El Presidente ist siegreich. Hahaha. Lasst euch das eine Lehre sein, ihr kleinen, schmierigen Rebellen. Ihr Schweine. Brit, brit, brit. Kein Wunder, dass alle Arbeitsplätze unbesetzt sind, wenn ständig alle rebellieren und wir die niederschießen müssen. Ich will die doch gar nicht niederschießen. Vielleicht habe ich die ja lieb. Vielleicht sind die ja nett. Ich hab euch so lieb. Liebe Rebellen, ich hab euch so lieb. Liebe Rebellen, ich hab euch so lieb. Es ist so schön, dass es euch gibt. Liebe Rebellen, jetzt macht doch mal Piep. Liebe Rebellen, ich hab euch so lieb. Liebe Rebellen, ihr seid so schön. Liebe Rebellen, ihr könnt jetzt gehen. Liebe Rebellen, ihr seid sehr erwünscht. Liebe Rebellen, morgen gibt's Putsch. Keine Ahnung. So, ich wollte nur, was führt zu sozialen Unruhen? Was? Was, 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 was? Führten zu sozialen Unruhen. Gut, aber jetzt ist alles wieder gut, ne? Hola. Arbeitslos. Okay. Arbeitslos. Die sind alle Highschool ab. Hier, Highschool. Ich brauche da Leute von der Highschool. Jetzt seid doch nicht blöd. Minus 100 Arbeiter. Seid ihr bescheuert? Guck mal. Da gibt es sogar verstärkten Rumpf. So, da stelle ich jetzt mal höher, damit die Leute einmal nicht arbeitslos sind. Die sind so blöd. Die sind so blöd einfach. So blöd sind die alle. So blöd. Okay, jetzt muss ich warten mal ganz kurz. Das Gebäude produziert nichts, weil da nichts abgeholt wird. Ich bin jetzt überall einen runtergegangen in der letzten Folge, damit wir ein bisschen Staatsverschuldung loswerden. Wir haben einfach zu viel rausgeworfen für, das tut mir leid, die armen Bauern. Ist schwierig. Und wir brauchen hier dringend noch eine Zusatzstraße, weil das ist einfach zu krass, was da stattfindet. Hier hinten hätte ich ja noch eine Straße. Und die bauen wir uns dann auch schön. Wenn wir ein bisschen Geld haben, bauen wir als erstes eine Straße hin, damit wir das hier ein bisschen loswerden, damit der Nachschub vielleicht ein bisschen schneller kommt. Und wir brauchen noch Gebäude für die armen Arbeiter und wir müssen da hinten noch den Ölteppich loswerden. Eieieiei. Ai, caramba. Ai, caramba. Ich trinke keine Coca-Cola. Ich trinke Fanta. Ai, ai, caramba. Boah, ist das schlecht. So, wie sieht es denn hier aus mit diesen Häusern, hm? Wer wohnt denn da drin? Guten Abend. Gut situiert. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Vielleicht brauchen wir hinten auch noch ein paar gut situierte Häuser. Ich schau mal ganz kurz. Wohnqualität? Hm? Gut situiert. Minus 17.000, wir können gerade eh nichts machen. Mist. Dam, 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 dam. Wow, die EU hat uns 1.000 Dollar überwiesen. Kann ich mir einen Schuh von kaufen, ganz toll. Oder eine Dose gebrauchte Champignons. La da 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 da. La da 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 da.
Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. 7 von 7 Touristenfamilien, 0 von 7. Warum das denn? Sonst 7 von 7, aber einmal 0 von 7. Und was ist das hier? Womit kann ich dienen? So, minus 16.000. Langsam kommen wir raus aus den Schulden. Es dauert nur noch ein bisschen. Und dann würde ich gerne mal hier. Ich glaube, hier kriegen wir gar kein Mais rein gerade, ne? Deswegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tierimpfung. Wir hatten noch Tierimpfung und so alles drin. Warum ist das alles raus? Ich verstehe das gar nicht. Ach, weil wir es neu aufbauen mussten, glaube ich, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Guck mal, wie sie alle mit ihren Bentleys rumfahren, weißt du? Aber rebellieren. Ach, wie süß, guck mal. Mit so einem Püppchen läuft ihr da rum. Alter, voll die Armee der Klone, die hier rumläuft. Wir können doch jetzt, glaube ich, auch die besseren Gebäude bauen. Theoretisch. Minus 35.000. Naja, das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir rauskommen aus den Schulden. Können wir jetzt nicht die besseren Gebäude bauen? Modernes Apartmentgebäude. 16 Familien. Kann man die anderen auch upgraden? Ah. Ah, das geht. Sobald wir Geld haben, können wir alles upgraden. Hervorragend. Trotzdem müssen die Armen ja dann auch irgendwo wohnen. Ich würde sagen, die verfrachten wir hier auf dem Berg. Ich habe keine Ahnung. Hm. Diese Mastbetriebe sind mir echt so ein bisschen... Nee, ich mag das nicht. Minus 15.000. Na los, jetzt mach doch hin. Ich will doch den Leuten was Gutes gönnen. Dann bauen wir da unten noch, da hinten noch ganz viele Häuser. Ganz viele Häuser, dass alle Tropikaner irgendwo wohnen können. 60% ist leider nicht gerade so gut. Scheiße, wir waren viel besser. Arbeitsplätze 52. Karibische Zufriedenheit, Gesamtzufriedenheit. Bei uns sinkt das leider immer. Gesundheitsversorgung geht. Nahrung. Das ist mir so ein Rätsel. Ich muss wahrscheinlich noch viel mehr Plantagen bauen, so ganz viele verschiedene, damit wir ein bisschen Abwechslung haben und sowas. Ach, guck mal, der Ölteppich geht eh schon zurück. Na, dann ist ja gut. Da freuen sich die Robben. Da freuen sich die Robben. Minus 3000. Ja, wir sind fast wieder auf dem Damm. Da kann ich ja schon mal wieder Geld ausgeben, wenn wir minus sind. So, dann würde ich sagen, bauen wir die hier direkt an, oder? Ich hoffe, das bringt was. Und dann müsste ich eigentlich auch hier Militärtürme bei den Dingern bauen. Und eine Farm würde ich gerne bauen, wenn es denn geht. Bitte lass mir eine Farm bauen. Eine Farm. Und zwar... Nein, eine Plantage. Und zwar Tabak war das, ne? Genau, ich glaube, die haben nämlich genau unsere Tabakfabrik zerstört. Und deswegen... Naja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Genau deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch momentan... Wundert mich, dass die Tabakfabriken... Nichts davon merken. Huch. Wir haben gar keine Zigarrenfabrik. Okay. Doch, wir haben eine Zigarrenfabrik und die produziert nichts. Ja. Jetzt wissen wir auch warum. Und da ist uns auch ein Teil der Einnahmen flöten gegangen. Was sich wiederum direkt auf unser Gesamtergebnis hier ausgeschlagen hat, wollte ich sagen. Das ist ja ein bisschen blöd. Und da wird überall nichts produziert und unsere Staatsschulden, minus 19.000, ich bitte euch. Soziale Unruhen hier? Amigo? Aha, Transporteur, Wohlstand reich. Ja, da würde ich mich aber auch über die Staatsverschuldung aufregen, ganz ehrlich.
Das ist ja so ein typisches Merkmal der Reichen. Die regen sich immer über die Staatsverschuldung auf. So, gut situiert, erzeugter Wohlstand, 180 von 200 Besuchern. Leider können wir hier gerade nichts machen. Casinen sind alle voll, ne? Casinen, sage ich, Casinos. 92 von 100, 92 von 100. Hier fehlen Mitarbeiter einfach, Highschool-Mitarbeiter. 92 von 100 überall und hier 450 von 450. Die Krankenhäuser sind leider voll. Ich glaube, ich brauche noch mehr Krankenhäuser. Und wahrscheinlich auch noch mehr Polizei da oben. Das Baubüro reiße ich dann ab, baue hier zwei Polizeidinger hin. Hoffe, dass die hier noch ein bisschen mit einkesseln. Naja, naja, naja. Ansonsten hat sich wieder ein bisschen beruhigt, bis auf hier oben halt immer. Minus 27.000. Na gut, es dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, die Straße hier wird genutzt. Ja, nein, ein bisschen. Die stehen immer noch da rum. Also intelligente Verkehrsführung sieht anders aus, aber es hat sich zumindest ein ganz kleines bisschen... Hat es sich ein ganz kleines bisschen beruhigt? Ich weiß es nicht. Naja, das, beruhigen sieht anders aus. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch mehr Hafenanlagen. Kann das sein? Ist das möglich? Tausend, 4000 Monate bis zum nächsten Schiff, 6 von 6, 3 von 6. Ich glaube, ich brauche auch noch mehr Hafenanlagen, verdammte Axt. Eine Folge des Wartens, die... Ich bin so wütend! Ach ja, und jetzt greifen sie hier hinten eine Fabrik an, natürlich. Aber die Panzer sind momentan schon auf dem Aufmarsch. Wenn die ihren Weg finden. Hä, von wo haben die geschossen gerade? Sehr strange. Ja, die Rebellen greifen an. Ja, gut. Aber nur da, ne? Nur da, das ist gut. Genau in der Hauptstraße, wo der ganze Verkehr zum Erliegen kommt. Mann, ihr doofen Rebellen in kurzen Hosen. So, war's das? Ja, ich glaube, das war's. Und Aufstand niedergeschlagen. Juhu! Glaube ich zumindest. Ach, was? Ja, was? Willst du mich verarschen? Na, bravo. Wieder aufbauen. Kann ich mir momentan natürlich nicht leisten. Die schöne Schmuckfabrik, verdammt. Sie. Reich, Wissenschaftler. Präsidente? Kellner arm. Ich verstehe die Guten Motivation. Abend. Die Motivation bei den Armen verstehe ich, aber bei den Reichen verstehe ich das einfach nicht. Das ist mir so... Ja, verstehe ich, verstehe es einfach nicht. Zufriedenheit sinkt. Wir haben natürlich auch kein Geld, um Zufriedenheit wiederherzustellen. Ich spare und spare. Das hier können wir eigentlich auch außer Acht lassen inzwischen. Das geht wieder zurück. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Eine kleine Sackgasse, die wir uns manövriert haben. Jetzt steigt die Sicherheit wieder. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum? Sind das die Polizeiwachen, die zwei, die wir gebaut haben? Ich kann es gar nicht glauben. Das mit der Nahrung, Nahrungsvielfalt, naja. Nahrungsverbrauch, Max Population Service, lalala, Supermarkt. Ah, vielleicht auch wegen den kleinen Läden. Das muss man natürlich wissen. Also Läden brauchen wir, Arbeitsplätze sowieso. Religion auch noch ein bisschen, aber vor allen Dingen auch Läden. Supermärkte und sowas.
Wir müssen eigentlich überall Kasernen hinbauen, wie es aussieht. Aber ich will doch nicht überall Kasernen hinbauen. Ich will doch nicht irgendwie so ein militanter Typ werden. Aber offenbar bleibt mir das nicht erspart. Es sei denn, man baut überall Polizeistationen hin. Das würde halt gehen. Vielleicht, eventuell. Ich weiß es nicht. Trotzdem muss ich erstmal Geld sparen. Und ich weiß, wo das ganze Geld hingeht. Präsident, ja. Ich hatte endgültig die Faxen dicke und habe einen Klempner gerufen, der sich die Abwasserrohre des Palastes ansehen sollte. Er fand heraus, dass dort mehrere Krokodile leben, die er zusammen mit einem Kammerjäger zur Strecke brachte. Aus ihrem Leder haben wir Gürtel angefertigt, die wir zu einem hohen Preis an Touristen verkaufen. Ach, wie schön. Endlich können wir noch mehr Gebäude bauen, die Wasser verbrauchen. Hydrokulturen freigeschaltet. Was machen denn diese Hydrokulturen eigentlich? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Sind die hier? Nein? Hier nicht? Doch, da, hier. Hydrokultur. Produziert verschiedene Getreidearten. Dann brauchen wir die Felder vielleicht gar nicht. Oder wir können die updaten, sozusagen. Bei den Feldern tut es ja, glaube ich, auch nicht weh, ne? Hydrokultur Kaffee ausbauen. Dann kann man die, glaube ich, überall, das heißt, wir können die Felder hier alle wegreißen und die alle und überall nebeneinander so eine Hydrokulturen bauen. Ich glaube, das wäre sogar besser als das, was wir jetzt da haben. Es wäre besser als alles andere. Es wäre besser. Oh Gott. Besser, 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 besser. Ich singe schief. Das macht dich aggressiv. Soziale Unruhen, oh Mann! Ich habe das Gefühl, ich klebe hier einfach auf diesen 30.000 fest. Ich weiß nicht warum. Wir haben doch hier nur zig Sachen gebaut, die uns auch Einnahmen bringen. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Profit, Profit, Profit. Hier macht sau viele, macht hier Profit. Oh. So, es hilft ja nix. Ich glaube, ich hatte beim... War das bei der Krankenhaus oder bei der Kirche? Beim Krankenhaus war das, glaube ich. So, die werden immer noch reich. Muss ja mal ein paar Kürzungen vornehmen. Da haben wir damals die Löhne hochgesetzt, damit da mehr Leute arbeiten. Und hier nicht, ne? Nur da. Genau, genau, genau. Okay. Ansonsten weiß ich gar nicht, wo sonst noch da nicht. Hier mal ein bisschen hochgesetzt, damit da Leute arbeiten, damit nur ein bisschen hochgesetzt. Hier mal gar nicht hochgesetzt. Umweltschutz. Oh, da oben sieht der Umweltschutz nicht so gut aus. Wir müssen dringend die Dinger hier updaten. Minus 42.000, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einmal nicht. Hier, gut situiert, reicht bei der Polizeistation, die sind eh... 100.000 heulende... Was? Was denn jetzt schon wieder? Ist schon wieder was in Gang gerade? Ja, ich würde das ja gerne wieder aufbauen, aber es geht einmal nicht. Aber ich glaube, ein Juwelier reicht eh, weil wir eine Goldader ja verloren haben. So, das Ding hängt da immer noch rum, das ist okay. Minus 19.000. Langsam geht's wieder. Ich frage mich, ob man irgendwas effizienterweise gegen Rebellen machen kann. Irgendwas ganz Effizientes. Außer jetzt überlegen, noch mehr Polizeistationen zu bauen, die man sich gerade nicht leisten kann. So, Manager, können wir da irgendwas einstellen? Aufrührer. Erhöht die Zustimmung für die Arbeiter, das sollen wir vielleicht auch mal machen. Agent, erkennt die verborgenen Rollen von 20% der Arbeit am Gebäude. Da bräuchte man, glaube ich, mal irgendwas, wo viele arbeiten. Hier!
Manager, da können wir zum Beispiel, oder einen Aufrührer machen wir da. So. Den stellen wir ein. In der Kirche ist auch super. Und Aufrührer hier im Kabarett. Kabarett, Manager, ein Aufrührer. Einstellen. So, probieren wir es mal damit aus. Und hier im Kabarett natürlich auch noch ein Manager, ein Aufrührer. Lalalalala. Einstellen. Da müssen wir bald super Zustimmung haben. Vor allen Dingen, weil die Umfragewerte gerade wieder sinken die ganze Zeit. Im Casino haben wir nicht so viel davon. Im Kino haben wir so ein paar. Da guck ich mal. Manager, Aufrührer, Altruist, Wohlstand der Arbeiter, Geldmacher. Budget steigt um 5%. Berühmtheit. Hoteleffizienz können wir auch noch machen. So, hier mache ich auch mal einen Aufrührer. So. Keine Ahnung, wie viel es bringt, ob es was bringt. Und hier 7 von 7, da 7 von 7, da stelle ich mal als Manager ganz kurz eine Berühmtheit ein. So. Einstellen. Und auch hier als Manager Berühmtheit einstellen. Minus 47.000. Es ist doch zum Heulen. Ich glaube, wir brauchen... Alter, überall Rebellen. Aber überall Rebellen. Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Raumfahrtprogramm reich. Warum? Ay, caramba! Multiplex-Kino, da haben wir schon jemanden eingestellt. Hier kann man auch keinen Manager einstellen, verdammt. Minus 7000, minus 8000, ja, minus 6000, juhu! Langsam kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen Oberwasser, es wäre schön. Präsident, die Folgen der Ölpest wurden beseitigt. Ach, gar kein Problem, habe ich doch sehr gerne gemacht. Ich habe das selber mit den Händen habe ich das abgeschöpft. Weil mir das andere zu teuer war, bin ich selber hingegangen und habe das mit den Händen aus dem Wasser rausgeschöpft. Experten haben mir versichert, dass nach der Entfernung des alten Öls von unseren Gewässern sich die örtlichen Fischvorkommen erhöhen und die Reste der Umweltverschmutzung sich mit der Zeit neutralisieren werden. Ja, da verschwindet gerade das Schiffilein, das ist doch super. Können wir hier irgendwas? Treibnetz, aha, aha. Aufzuchtbecken, Fischschwärme wachsen selbst dann, sie können sich das nicht leisten. Ja, 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 okay. Wir brauchen vielleicht mehr Fisch und auch mehr Fisch fangen. Natürlich mit Zuchtbecken. Und Hydrokulturen hätte ich auch gerne. Ich will so viel bauen. Hunderttausend heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ja, ja, die Menschen sind unzufrieden. Minus 18.000, wir haben gar nicht so viel Staatsschulden. Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd, Leute. Und das ist der einzige Grund, warum die unzufrieden sind? Gut situiert. Mann, warum? Warum? 20.000 Staatsschulden. Denk mal an die deutsche Schuldenuhr oder an die amerikanische. 20.000. Das ist ja Witz. Vor uns liegt ein neues Zeitalter des Wissens. Und es scheint, als stünden Nationen auf dem Abstellgleis, die nicht dem Ruf von Innovation und Fortschritt folgen. Bauen Sie ein Forschungslabor, nehme ich gerne an, aber wovon? Ich muss sparen. Sparen, bombaren, pandaren. Sparararen. Okay, die ganzen Frachter fahren, also die ganzen Laster fahren hier zu dieser einen Straße. Warum eigentlich nicht hier, zu dem Ding? Immer nur zu dem hier. Sparararen. Ja, ja, ich höre schon auf. Sparararen. Ich bin so wütend. Ja, okay. Jetzt greifen die da an und wo noch? Was machen die jetzt nieder? Da unten natürlich eine Plantage wieder. Es ist doch zum Kotzen. Also der Palast ist zumindest sicher, aber trotzdem kommen die ja immer durch da unten.
Ich muss jetzt überall hier. Ich baue Hydrokulturen, ne? Ja, wollte ich mal sagen. Jetzt bauen die mir so eine Bananenplantage weg. Die armen Bananenbauern, was können die denn dafür? Was können die denn für irgendwas? Oder für irgendwas? Minus 44.000. Alter, das ist einfach eine Schleife. Wir kriegen nie mehr Geld. Nie mehr. Ist vorbei. Ich mach mal das Kleingedruckte. Vielleicht kriegen wir da. Vielleicht können wir Rebellion als illegal. Die Rebellen haben unsere Verteidigung durchdrungen. Da oben. Ja, ist auch egal. Ich brauche mich gar nicht zu ärgern. Es bringt ja eh nichts. Ich ärgere mich nur darüber, dass wir kein Geld haben und ich nicht weiß, wie ich das ändern kann. Dann haben wir minus 3.000 und zack haben wir minus 40.000. Mann. Und die blöden Rebellen treibe ich in den Wahnsinn, weil ich nicht weiß, was ich denen noch Gutes tun kann. Und wegen der Rebellen sinken unsere Umfragewerte. Nee, eigentlich wegen dem hier. Sinken die ganze Zeit unsere Umfragewerte. Leises Heulen. Mimimi. Oh, wir haben Geld. Schnell die Bananenplantage wieder aufbauen. Aber ich gebe nicht sofort alles aus, obwohl ich gerne Hydrokulturen. Ich würde hier zumindest eine Hydrokultur irgendwo anbauen. Nur mal gucken. Okay, wie es aussieht, brauchen die trotzdem noch ihr Gelände oder ihren Boden. Aber ich glaube, die sind lange nicht mehr so wählerisch. Und wie groß ist die, so eine Hydrokultur? Ist viel kleiner. Vielleicht sollte man die Felder doch langsam mal alle mal weglöten und dann eine Hydrokultur bauen. Nur mal so testweise. Was haben wir hier? Kaffeeplantage und da haben wir eine Maisplantage. Ich guck mal ganz kurz eine Hydrokultur für Kaffee. Das ist ja gar kein Kaffee. Okay, wenn wir dann hier eine, dann können wir hier schön Hydrokulturen da, bam, 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 bam. Können wir lauter Kaffeehydrokulturen hinbauen. Und das ist ja nicht mal, das ist ja nicht umweltschädlich, das ist ja ganz im Gegenteil. Da freuen die Pflanzen sich ja. So, drei nimmt das ein. Zwei, drei. Drei. Eins, zwei, drei. Vier Stück passen dann dahin. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, ich möchte da mal welche bauen. Ich weiß, wir haben kein Geld. Aber es ist Kaffee, Junge. Schöner, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Eins. Boah, viel zu teuer. Eine habe ich jetzt mal gebaut. Dann bauen wir endlich mal wieder was. Nur mal so zum Spaß. Ich weiß, wir müssen hier was bauen und die Leute wollen bestimmt wieder bespaßt werden. Und so weiter und so fort. Die Tierdinger will ich alle abreißen. Das gefällt mir überhaupt nicht mehr. Und die werden eh nicht mehr beliefert mit Mais. Da kommt nichts mehr durch. Nichts. Und als nächstes baue ich von dem Geld Häuser für die Einwohner. Für diese Einwohner baue ich hier Häuser hin. Ich baue Häuser hin. Häuser, Häuser. Knusperknäuser. Ich baue Häuser für die Einwohner. Die Musik ist so leise bei mir auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht warum. Aber weil ich leiser geschaltet habe, glaube ich. La 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 la. La 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 la. Tu 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 tu. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Was? Alter. Warum? Die protestieren hier im Park. In dem schönen Wohnpark hier. Protestieren die. Mit Strom und allem. Wir verhandeln mal. Mr. President, meine Analysen zeigen eine beunruhigende wirtschaftliche Entwicklung. Wenn die Krise eintritt, müssen die Reichsten die Zeche zahlen. Ah, oh, ich muss ja gerade niesen, verdammt. Erhöhen Sie Bonität um 1, 15 Rupien an den Kapitalisten. Ja, keine Ahnung, wie das klappt. Mit Schulden zurückzahlen natürlich. Das heißt, die Kapitalisten demonstrieren hier. Ah, weil wir jetzt so sozial sind zu allen, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Also egal, was du machst, irgendwer ist immer unzufrieden, weil es immer Gegenseiten gibt. Willkommen im Leben! Und das hier ist ja auch scheiße mit der Straße. La 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 la. La 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 la. Minus 23.000 sind wir wieder. Aber wir haben eine schöne Hydrokultur, na immerhin.
Hydrokultur für Kaffee. Trommelröstung. Effizienz steigt um 20 Punkte. Kapillare Bewässerung. Effizienz um 20 Punkte. Geil. Die Hydrokulturen sind eigentlich super. Ausbildung Highschool. Da können natürlich nur noch... Alter, was ist denn hier los? Alter Schwedinski. Ja, mit der Straße haben wir jetzt echt ein Problem, wie es aussieht. Ich baue hier vielleicht nochmal eine Straße hin. Mal gucken, wie es dann aussieht. Vielleicht können wir dann die Straße ein bisschen entlasten hier. Sicher bin ich mir auch noch nicht. Ein altes SimCity-Problem tatsächlich. Oh, guck mal. Ganz schnell. Huch. Ja, scheint super zu funktionieren. Pass auf, mit dem Geld, was wir jetzt haben, baue ich mal ganz schnell eine neue Hafenanlage. Ich hoffe, das bringt überhaupt was. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Zu weit vom Straßennetz entfernt. Naja, dann, sorgen wir dafür, dass es eben nicht mehr stimmt. So. Lalalala. Dann haben wir hier eine Straße, die führt dann dahin zu dem Hafen. Und hier, die führt dann da zu dem Hafen. Die wird hoffentlich ein bisschen genutzt. Ich weiß es gar nicht. Einer fährt schon mal da rum. Das ist schon mal ganz gut. Aber ob es für den Rest reicht, weiß ich nicht. Okay, jetzt würde ich sagen, U-Bahn-Station wäre schön, aber ich mache erstmal Wohnen. Warum können wir das? Oder können wir das? Ah, oh, Alter. Mein lieber Scholli. Da gehe ich mal ein bisschen näher ran. Da ist, wo ist der Eingangsbereich? Ich mach mal hier so eins. Hohoho. Da bauen wir da auch nochmal eins hin. Dann haben wir 16 Familien, kriegen wir da rein. Hoffentlich auch von denen da. Das wäre schon mal schön. Würde ich mich sehr freuen. La 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 la. Dede 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 de. Profit bis heute $1000. Geil. Profit 47. Profit 332. Monatliche Produktion 335, monatliche Produktion, naja, 0. Das ist ja nicht so viel. 522, Tabak. Ich glaube, dann baue ich alles mit Hydrokulturen voll, ganz ehrlich. Und mit den Tierfarmen müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube, ich möchte dann groß ins Exportgeschäft einsteigen. Minus 20.000. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen, bis wir aus der Schuldenfalle wieder raus sind. Aber immerhin wissen wir jetzt auch wie. Und guck mal, es funktioniert. Jetzt haben wir auf beiden Straßen Staus. Total gut. Wie geil. Yeah. La 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 la. Hier kommt noch eine Straße rein. Der Wahltag rückt näher, Präsidente. Wie ist unsere Verfassung? Ja, ja. Ich bin so wütend. Ah, es ist doch nicht wahr. Huch. Und genau jetzt wird gespeichert. Toll. Und immer wenn ein Aufstand ist, sinken unsere Umfragewerten. Rebellen greifen an. Und wo greifen die noch an? Hallo? Wo greifen die noch an? Nur da oben? Echt? Nur da oben? Hahaha! Idioten! So, erstmal die Rebellen niederschlagen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld in der Kasse. Das ist ganz gut. Greifen die echt nur da oben an? Ich kann das gar nicht glauben. Ach, natürlich, weil wir ja natürlich Aufstände.
52%. Ja, das mit den Umfragewerten, naja, das, naja. Mann, ich will doch die Karte vollbauen. Ich will nicht, dass die Umfragewerte sinken. Wir haben die Rebellen besiegt, aber zu welchem Preis? Spiel speichern. Ich mach mal ganz kurz Los Stukas Reloaded 2. Ja, ich überschreibe. Auch wenn wir jetzt den vorherigen tollen Spielstand überschrieben haben. Aber naja, was hilft da nichts anderes? Scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. 51%. Es sinkt und sinkt. Arbeitsplätze. Mist. Religion. 66. Das darf doch nicht wahr sein. Minus 4000. Eine Kirche. 6000. Können wir uns gar nicht leisten. Ich habe doch schon zwei gebaut. Supermärkte können wir natürlich kleiner laden. Was mit dem großen Laden? Zu teuer? Supermarkt. Kostet 5000. Einen können wir uns momentan davon leisten. Gibt vielleicht 1% im Umfragewert wieder rein. Scheiße. So, einen dahin. Und, naja, ich würde gerne noch weitere bauen. Vielleicht drei Stück hier unten, dann hätten wir das mit der Nahrung zumindest wieder mal hingekriegt. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen, vor der Wahl. Scheiße. Mann, na, da wird zumindest ein bisschen Wohnplatz fertig. Keine Ahnung, was es bringt. Boah, sieht aber geil aus. Luxuswohnung. Wohnqualität steigt um 20 Punkte, Stromverbrauch. Ja, was soll's, Luxuswohnung. Hallo Wohnqualität. Und bevor wir, solange wir es noch können, mache ich noch einen Supermarkt. Okay. So, ich hoffe, das geht. Baupriorität hoch. Und da fährt ein Fahrstuhl hoch und runter. Geil. Und dann können wir ja aus den Dingern da, aus diesen ganzen Dingern können wir natürlich auch Hochhäuser machen, sobald wir es uns leisten können. Jetzt momentan geht's leider nicht. Ich würde gern verhandeln. Die Arbeit ihr streiken, das Gebäude ist nicht aktiv. Mit 51%, ich glaube... Ach Mann, ich glaube unsere Amtszeit ist hier vorüber, sehr gleich. Oder sehr bald. Es lief so gut, es lief so gut. Und dann kamen die ganzen scheiß Unruhen und... Diese blöden Rebellen, weil wir zu wenig Militär überall haben. Ich weiß, das ist der Grund, wir haben zu wenig Kasernen überall. Oder zu wenig Sicherheit. Ich glaube, das ist der Grund. Wir haben einfach zu wenig Sicherheit überall. Und deswegen 50% Umfragewerte. Na super. Ach, Kacke. Da wird jetzt gebaut, aber ich glaube, das wird nicht mehr reichen, um noch irgendein Prozent reinzukriegen. Da oben muss auf jeden Fall noch Polizei hin und so weiter und so fort. Naja, gut. Ich glaube, da hätten wir auch... Wieso hier auf einmal? Das verstehe ich nicht. So, wie sieht's aus? Monatliche Produktion 244 ist nicht so viel, weil uns auch die Arbeiter fehlen wieder. Highschool-Arbeiter. Didit. 49% Umfragewert. Ich glaube, das ist es auch schon gewesen. Tja, ich verabschiede mich schon mal. Von unserem kleinen Hüsli. Ich glaube, jetzt haben wir auch mit den ganzen Katastrophen, mit allem drum und dran, mit der Umweltpest, mit den Verlustrechnungen sozusagen. Ich glaube, wir hatten auch eine ganz große Pechsträhne. Einiges hätte man verhindern können, wie zum Beispiel, dass wir den Bauern einfach mehr Geld geben wollten, damit es denen besser geht, um damit die Rebellion vielleicht einzudämmen. Hat alles überhaupt nicht geklappt, war natürlich Versuche wert, aber wir haben einfach Rebellen. Das sind einfach Rebels without a cause, wie es ja so schon heißt. Die einfach nur rebellieren, weil wir zu wenig auf Kapitalismus gehen, zu wenig auf, vielleicht zu wenig Wohnungen für die Reichen haben. Das kann natürlich auch sein, dass die Reichen teilweise obdachlos sind, haben wir schon mal öfter festgestellt, aber haben es nie geändert. Ich glaube, da kommen so einige Punkte zusammen und deswegen sind wir nach und nach, glaube ich, ins Ausgeschludert. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich werde dann auch das Tropico-Let's Play an dieser Stelle, das tut mir natürlich sehr leid, einfach mal beenden, weil nochmal bei Null anfangen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Wir haben mehrfach angefangen, es lief auch hier soweit ganz gut, wir sind ganz gut vorangekommen eigentlich, aber wir hätten viel mehr Polizeistationen bauen sollen, genau wie wir hier Krankenhäuser gebaut haben, immer drei nebeneinander, immer Tavernen,
drei oder vier nebeneinander, je nachdem, immer schöne Plätze, immer ganz viele nebeneinander, hätten wir mit Polizeistationen genauso machen sollen. Immer am besten drei nebeneinander, damit da alles gewährleistet ist. Jetzt momentan sind wir so weit ins Ausgerutscht, kohlemäßig, wie auch umfragemäßig von 80% einfach mal runtergerutscht. Die ganzen Rebellen und so weiter und dann die ganzen Katastrophen. Und dass der Verkehr sich staut und teilweise gar nicht hinterherkommt und hier nicht ausgeliefert wird, obwohl wir schon so viele von diesen Transportunternehmen bauen. Wir haben zig davon gebaut, hier ist eins genau daneben und es wird einfach nichts mehr abgeholt. Ich weiß gar nicht warum. Es ist mir ein Rätsel. Naja, ich glaube, deswegen werde ich das Let's Play auch an dieser Stelle gut sein lassen. Wir hatten eine sehr schöne Zeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tropico zu spielen. Man muss auf jeden Fall reinkommen, man kann nicht alles direkt am Anfang wissen, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich würde jetzt, wenn ich wieder neu anfangen würde, würde ich einiges anders machen, was ich gerade erzählt habe natürlich auch. Auch gleich drei Supermärkte nebeneinander machen, immer Läden, weil... Wir haben die Chance, den Ausgang der Nähe... Ja, wird sowieso nicht funktionieren. Pass auf. Und, sowas wie Nahrung sieht man erst im zweiten Schritt, dass hier kleiner Laden und so weiter, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen drauf Acht geben müssen. Nahrung ist dann immer weiter runtergegangen und so weiter und so fort. Naja, ich glaube im Großen und Ganzen hat es aber Spaß gemacht. Und vielleicht hat es euch auch einen kleinen Einblick in das Spiel gegeben. Wenn ihr selber Lust auf das Spiel habt, dann kauft es euch doch selber bei Steam. Es sind deutsche Entwickler und die dürfen sehr gerne... Sind es deutsche Entwickler? Bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich weiß es gar nicht mehr. Entschuldigung. Nicht, dass ich was Falsches sage. Jedenfalls trotzdem ein Spiel. Die Tropico-Reihe hat es so oder so verdient, unterstützt zu werden. Das Undenkbare, ja. Die Weltwirtschaft, die Illuminaten. Ja. Wir haben auf jeden Fall mega Pech gehabt. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Am Ende ging es einfach nur noch berg runter. Alle Kurven gingen nur noch bergab. So leid es mir tut. Ich wäre gerne noch euer El Presidente geblieben. Aber schauen wir mal, was da in Zukunft noch auf uns wartet. Es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, aber wir hätten von allen immer gleich drei Sachen bauen sollen. So wie eben auch bei den Krankenhäusern und bei den Tavernen hätten wir es eben auch bei den Supermärkten und bei den Polizeiwachen machen sollen. Aber ich glaube, da war zu viel SimCity im Blut, dass man dann denkt, ach ja, eine Polizeiwache, die sorgt schon dafür, dass das ganze Areal sauber ist. Und nicht, dass du da gleich so drei brauchst. Naja, jedenfalls war ein schöner Versuch, hat viel Spaß gemacht. Wie man hier im Hintergrund sieht, geht es auch besser. Geht es immer, also jetzt nicht das brennende Haus, aber generell. Und wie gesagt, wenn ihr selber Bock drauf habt, holt euch das Spiel, spielt ein Weilchen. Und man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um sich da reinzufuchsen. Beim Let's Play hat man diese Zeit oft gar nicht. Da muss man nebenbei irgendwie lernen oder sich schlau machen, habe ich jetzt auch nicht gemacht. So irgendwelche Strategie-Tipps gelesen oder sonst irgendwas. Kommentare natürlich immer gerne. Aber es ist irgendwie merkwürdig zu denken, dass man jetzt irgendwie wirklich immer drei Sachen nebeneinander bauen muss. Drei Krankenhäuser und so war schon merkwürdig genug. Aber egal, ich will mich nicht beschweren. Es ist ein super Spiel, es macht super Laune. Man muss halt nur ein bisschen reinkommen. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Euer El Presidente wünscht euch noch einen wunderschönen Tag. Und wer weiß, vielleicht komme ich eines Tages und wohne dann auf eurer Insel. Aber gebt Acht, dass ich euch nicht stürzen werde. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Es bedankt sich euer El Gronco Grande. Arrivederci und ciao.